halt mal wieder ein Favoritenvideo von mir. Ich habe echt schon lange keins mehr gedreht. Deswegen dachte ich, wird es mal wieder Zeit für ein Beauty- und Fashion-Favoritenvideo. Es wird aber auch noch ein bisschen am Ende zu Lifestyle geben, aber das wird dann eher so nebensächlich sein. Im Vordergrund stehen jetzt heute die Beauty-Produkte, weil ich sie euch echt lange nicht mehr gezeigt habe. Ich würde sagen, wir beginnen direkt mit Beauty. Ich habe da tatsächlich nur ein Produkt, denn ich war diesen Monat mal wieder sehr langweilig. Ich habe nur meine Naked Palette, meine The Rocket Volume Express Mascara benutzt und meine liebsten Grundierungsprodukte wie mein Hoola Bronzer. Ihr kennt sie ja alle schon aus meinen Get Ready With Me's und deswegen habe ich nur einen Neuling, beziehungsweise es ist eher was, was ich letztes Jahr sehr viel benutzt habe und jetzt wieder entdeckt habe. Das ist der MAC Studio Finish Concealer. Ich war den ganzen Winter lang zu hell dafür und jetzt kann ich ihn endlich wieder benutzen. Ich finde ihn einfach so super. Er hat eine super Deckkraft. Er trocknet aber leicht das Gesicht aus, seit ich den hier wieder benutze. Ich habe halt relativ viele Pickel momentan, was ihr jetzt nicht seht. Ich meine, es hat sich wieder verbessert, aber ich muss auf jeden Fall eine Feuchtigkeitscreme benutzen. Das hatte aber auch noch einen zweiten Grund. Und zwar ist das die Clarisonic, die ich jetzt sehr, sehr gerne benutze. Ich habe sie mir ja vor etwas längerer Zeit her gekauft und bin jetzt erst so richtig mit ihr warm geworden sozusagen. Ich komme jetzt erst gut mit ihr klar. Ich verwende sie jeden bis jeden zweiten Tag und zwar ist das einfach die Clarisonic Mia 2. Und besonders die neue Bürste, die ich dran gesetzt habe, gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist die für die trockene Haut. Und ich bin wirklich super zufrieden mit der. Seit ich sie benutze, finde ich mein Gesicht immer recht weich. Aber sie kann auch wirklich Hautstellen auch austrocknen. Das ist jetzt bei dieser Bürste nicht so, aber bei der anderen habe ich um den Mundbereich rum recht trockene Haut bekommen. Bei der ist es jetzt zum Glück nicht mehr so. Und ich dachte, ich zeige euch dann einfach immer, womit ich die Clarisonic benutze. Und zwar ist das von CD der milde Reinigungsschaum. Den habe ich euch, glaube ich, noch nie vorgestellt. Ich glaube, ich habe ihn euch mal in einem Rossmann-Haul gezeigt. Und zwar ist das einfach ein recht milder Reinigungsschaum. Also ich benutze immer erstmal mein momentan das Garnier Micellen-Abschminkzeug und dann benutze ich das so als Nachreinigung. Man hat ja immer so ein bisschen Hautschüppchen und Make-up-Reste und damit mache ich das dann alles weg mit der Clarisonic zusammen. Und das finde ich auch sehr gut, ist auch sehr günstig und ich benutze es recht lange und ist erst zur Hälfte leer. Und ich habe da total den komischen Buckel. Ich weiß auch nicht genau, was das ist. Als nächstes habe ich ein Parfum für mich entdeckt. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Aber das ist auf jeden Fall das Katy Perry Killer Queen. Das habt ihr in meinem Geburtstagsgeschenke-Haul schon gesehen. Und ich mag den Duft richtig, richtig gerne. Ich mache ihn jetzt auch wieder drauf. Ich finde, der riecht einfach so wahnsinnig toll. Und er hält auch ganz gut. Ich habe den jetzt in 30 ml. Die letzten beiden Beauty-Produkte sind dann zwei Haarprodukte. Und zwar ist es einmal von Nuscha das Flexible Volume Haarspray. Das hatte ich in einer Pinkbox und ich mag es wirklich sehr gerne. Das sind 300 ml, benutze ich jetzt schon, seit ich die Pinkbox habe. Und ich muss sagen, dass es noch recht voll ist. Also da ist echt viel drin und ich benutze das sehr, sehr gerne. Finde ich sehr gut, benutze ich jeden Tag. Mein zweiter ist dann von Balea, das Trin It Up Lovely Berries Trockenspray. Und zwar, es riecht einfach so lecker. Ich sag's euch, ihr habt noch nie ein so gut riechendes Trockenshampoo gebrochen. Also das riecht echt, klar, es riecht noch nach Trockenshampoo, aber es hat halt diesen Beeren-Nachgeschmack und das ist einfach super, super lecker. Und das kann man dann auch gut im Zimmer benutzen, weil von anderen Trockenshampoos wird es ja total stickig im Zimmer und von dem hier persönlich nicht. Und das ist auch sehr günstig, von dem weiß ich jetzt den Preis nicht. Ich glaube, das ist eher ein bisschen teurer. Weiter geht's zu Fashion. Und zwar habe ich dort erstmal meine Stiefeletten wieder für mich entdeckt. Die habt ihr schon in sämtlichen Videos gesehen. Das sind einfach meine allerliebsten Stiefeletten von H&M. Die sind einfach wunderschön und ich trage sie auch jeden Tag zur Schule. Ich persönlich trage solche Stiefeletten zur Schule. Viele schreiben mir, dass es bei den bitchig ist, damit zur Schule zu gehen. Aber bei uns ist es eigentlich gar nicht so, weil ja, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht so bin. Und ich meine, es sind Schuhe. Wie können denn Leute denken, dass ihr so seid, nur weil ihr Schuhe mit ein bisschen Absatz trägt? Bildet ihr euch das nur ein, weil ihr euch selber denkt, oh mein Gott, ich trage hohe Schuhe und alle schauen mich an. Aber eigentlich ist es nicht so, weil es sind nur wunderhübsche Stiefeletten. Yeah. Die sind aber leider nicht mehr aktuell, also ich glaube, die gibt es nicht mehr. Dann habe ich eine Hose sehr gerne getragen. Ich glaube, ich habe die euch auch noch nicht gezeigt. Das ist diese helle Hose von H&M. Das ist so eine Hose, die etwas kürzer ist. Also ich krempel die immer einmal hoch. So trage ich die immer, weil ich das sehr hübsch finde. Und ich mag den Schnitt allgemein von der Hose sehr gerne. Sie sitzt sehr gut. Mein nächster Favorit sind dann diese Nike-Schuhe. Die habe ich recht neu. Und zwar sind das die Lunarlon Nike 1D-Schuhe. Die waren etwas teurer, weil ich sie selber zusammengestellt habe. Und ja, dafür mag ich sie aber sehr gerne. Ich trage sie immer, wenn ich Sport mache. Das heißt, ich trage sie zum Sportunterricht. Auch ins Fitnessstudio trage ich sie immer. Und ich mag sie wirklich super, super gerne. Und sie sind mega bequem auf jeden Fall. Und wenn wir schon mal vom Fitnessstudio reden, habe ich direkt den Lifestyle-Favoriten.
Und zwar ist das der iPod Shuffle. Den habe ich mir auch neu gekauft. Das ist einfach dieser von Apple hier. Den könnt ihr euch ganz toll einfach an das Oberteil klemmen und dann könnt ihr sehr, sehr gut Sport machen. Das ist besonders auf dem Laufband sehr gut, weil ihr dort halt einfach lauft, aber er hält einfach. Ist jetzt nicht das günstigste. Ich meine, der kostet trotzdem 45 Euro. Aber es ist ein MP3-Player, das heißt, ihr könnt ihn auch im Zug mitnehmen. Und dann ist es halt sehr gut, weil euer Handy-Akku vom Musik hören nicht so schnell leer geht. Ja. Als nächstes zeige ich euch mal meine neue Handyhülle. Die ist vom Online-Shop iBoom. Ja, ich schreibe es euch hier mal hin. Der ist auch verlinkt in der Infobox. Und zwar haben die mir 3 Hüllen zugeschickt und ich habe mich so drüber gefreut. Ich zeige euch mal die eine, die ich davon bekommen habe. Das ist die Miss Daisy Junior Little, irgendwie sowas. Und ja, ich finde die einfach so hübsch. Falls ihr euch wundert, wieso es so teuer ist, das ist eine andere Währung. Also ihr könnt beim Währungsrechner, könnt ihr das umrechnen. Und ihr seht einfach, ich habe ja das iPhone 5S. Und diese Blümchen sind halt auch in Gold und dadurch sieht das halt super passend aus. Und wenn ich schon mal am Handy bin, wollte ich euch auch mal meine Musikfavoriten vorstellen. Und zwar das neue Crow-Album Melody. Wenn das jetzt falsch ist, ist das peinlich. Aber ich liebe wirklich alle Lieder davon. Ich höre es mir ständig durch. Aber meine 3 Favoriten sind auf jeden Fall einmal jetzt Never Grow Up und Hey Girl. Never Grow Up. Diese Lieder machen einfach so wahnsinnig gute Laune. Wenn ihr morgens aufsteht und ihr schlechte Laune habt, macht euch diese Crow-Musik an und dann geht's euch super gut. Ihr tanzt durchs Haus und ich hatte einen Morgen und Abend immer, wenn ich Musik höre. Ich habe so gute Laune, wenn ich Musik höre. Ich habe irgendwie so die letzten Jahre, ich habe eigentlich nie Musik gehört. Ich weiß auch nicht wieso, aber ich habe auch immer gesagt, nee, ich habe auch irgendwie gar keinen Anlass, Musik zu hören. Mein letzter Musikfavorit ist davon New Boys FM Dollar, das heißt Freak My Sternchen Tee. Aber ich mag's, ja. Und das war dann jetzt auch schon mein Favoritenvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen und etwas Spaß gemacht. Und ich würde sagen, hier rechts von mir ist jetzt noch einmal mein letztes Favoritenvideo verlinkt. Ich hoffe, ihr klickt da noch einmal drauf und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Tschüss!